Seht ihr das? Da waren gerade ein paar mehr Vögel. Da ist noch einer übrig geblieben. Wir lassen den Garten immer Natur. Und gerade hat es richtig heftig geregnet. Natürlich kommen dann die Regenwürmer raus. Das ist das Resultat. Gerade waren hier noch mehr Vögel. Ich bin gerade ganz kurz nach oben gerannt, um die Kamera zu holen und das zu filmen. Aber das finde ich auch richtig süß. So ein kleiner Vogel, das ist doch richtig süß. Oh, wenn ich jetzt rausgehen würde, wird der wegfliegen. Leider. Ich würde voll gern rausgehen und den filmen, aber... Ne, das wollte ich euch nur kurz zeigen. Also lasst bitte euren Garten so Natur. Also, wenn natürlich, wir mähen den halt, ne? Aber sonst machen wir da damit gar nichts. Also wir tun da nicht irgendwie irgendwas Unkünstliches hin oder ja, irgendwelche Schädlingsbekämpfungen oder sowas. Lassen den komplett, seit wir hier eingezogen sind im Jahr 2003. Ja. Im Jahr 2003 seit, mittlerweile 16 Jahren. Lassen wir unseren Garten echt, wir mähen den nur halt im Sommer. Sonst machen wir gar nichts mit dem. Und jetzt sagen ja alle, dass man den Garten so Natur lassen soll. Halt für, halt für die Tiere und dass es umweltschonender ist und so. Richtig süß. Krass, wie viele Würmer sind denn da hingekommen? Der pickt immer noch. Oder sammelt der gar keine Würmer? Vielleicht sammelt der auch die Körnchen. Die haben noch so Körner und so gestreut gehabt. Hm, man weiß es nicht. Leute, hier ist irgendwie eine Biene oder ich weiß nicht, eine Wespe, eine Hummel. Nee, eine Hummel ist es glaube ich nicht. Dafür ist sie zu klein. Auf jeden Fall, die geht da nicht weg. Die ist erst in meinem Zimmer rumgeflogen und plötzlich sitzt sie da die ganze Zeit. Ich will sie jetzt auch nicht irgendwie zerquetschen oder so, indem ich das Fenster zumache. Ich könnte jetzt eigentlich ganz leicht quasi töten. Aber die geht da nicht weg, egal was ich mache. Gestern hatte ich auch, ich wollte es eigentlich noch fotografieren, aber ich hatte zu viel Schiss. Gestern war hier auch so eine Wespe oder so hinter meinem, hinter meinem Bett. Und ich habe die, also ich wollte die verscheuchen, ne? Also ich habe so einen Laken einfach genommen und wollte die jetzt verscheuchen und so. Plötzlich ist die einfach tot umgefallen. Einfach auf mein Bett. Dann habe ich so voll viele Servietten genommen und die Müll geworfen. Und jetzt schon wieder so ein Viech hier. Boah. Ich bin gerade im Schwimmbad, wie ihr sehen könnt. In Uga. Das ist so cool. Ich hatte heute Morgen fast das komplette Schwimmbad für mich alleine. Und ja, ich wollte euch nur so ein paar Eindrücke zeigen, wie mein Sommer so verlaufen ist. Bis jetzt. Naja, der gerade erst angefangen. Und ich würde sagen, genießt das tolle Wetter noch, bis es irgendwann natürlich weggeht, leider. Egal, genießt die Sonne, werdet schön braun, schwimmt fleißig und würde ich sagen, tschüss. Das ist mein erster Sonnenbrand. Boah, der tut so scheiße weh, ey. Ich habe noch nie, also jedes Mal, wenn ich mich irgendwie bewege oder so, jetzt geht es mittlerweile wieder so ein bisschen, aber boah. Also was lernt man daraus? Immer schön einkriegen. Ich habe mich an einer kleinen Stelle nicht eingecremt und hier habe ich jetzt hier so einen fetten Sonnenbrand. Schaut euch mal bitte diesen Himmel an, das ist richtig schön. Gerade hat es noch voll fett geregnet und jetzt einfach richtig geil, ey. Wow.